Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin wieder da. Jawohl, ich bin von den Toten zurückgekehrt, nachdem ja einige Tage Ausfall war. Bin ich wieder da und ich habe euch versprochen, ich mache heute ein bisschen Abwechslung. Und die werden wir uns heute auch vornehmen. Der Typ da hinten haut schon welche. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Little John. Ah, okay. Little John haut gerade Gargoyles. Wir werden dasselbe tun. Wir haben zwei Lava-Gargoyle-Quests. Wir werden aber nur die eine, auf der wiederholbar steht, fertig machen. Das sind die mit den 20. Ich habe mir überlegt, dafür eventuell in den BF zu flitzen. Weil im BF gibt es ja auch noch einige Lava-Gargoyles. Ein paar mehr. Quatsch, nicht im BF. Im Sumpf der Dämmerung gibt es ja auch noch ein paar mehr Lava-Gargoyles. Aber ich will ja ehrlich gesagt erstmal nur die 20er-Quest machen. Die 150er müsste zwar eigentlich auch eine wiederholbare sein, aber ich mache erstmal nur die 20er. Ich weiß nicht, ob es zwei wiederholbare Lava-Gargoyle-Quests gibt. Bin mir jetzt gerade überfragt. Wie gesagt, ich kann mich nur an einen erinnern. Und die habe ich ja auch nur mit einem Char so halb machen können. Weil, ja, wie gesagt, wir haben da angefangen und dann habe ich sie nie beendet. Weil ich den Char einfach nicht weiter gelevelt habe. Ja, war nämlich mein Mage, wenn ich mich nicht irre. Mein Nagelchen, also mein großer Jäger, der hat ja damals niemals nicht diese Kaku gehabt. Und, naja, hat sie deswegen auch nicht bekommen. Ja, mein Husten ist auch noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnippelt habe. Wenn ja, habt das jetzt nicht gehört. Wenn doch, merkt er, wenigstens ist er so langsam am Abhusten. Also sprich, es ist nicht mehr so, dass ich so ganz extrem starke Hustenanfälle kriege. Wie es ganz am Anfang war. Es war ja wirklich, über die Tage war es so, dass erstens meine Stimme komplett weg war. Man hört es jetzt immer noch ein bisschen, dass ich immer noch ein bisschen heiser bin. Zumindest vor der Nachbearbeitung. Es kann sein, dass es hinterher nicht mehr so viel davon gibt zu hören, weil der Equalizer und der Kompressor alles rausnehmen. Aber, naja. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe angefangen und habe gearbeitet und habe, am ersten Montag dann ging es dann gar nicht mehr. Da war Feierabend. Da, ja, Stimme war weg und in der Nacht habe ich, ja, teilweise so stark husten müssen, dass ich teilweise Atemnot hatte. So wie es schon mal war, wo ich dann Notarzt rufen musste. So schlimm war es diesmal glücklicherweise nicht. Aber, naja, bin dann halt doch am nächsten Tag zum Arzt gegangen, weil es bringt ja nichts, wenn ich die Nacht davor habe ich durchgemacht, mehr oder weniger. Und die Nacht dann auch, weil ich jedes Mal, wenn ich mich hingelegt habe oder sobald ich mich hingelegt habe, ging der Husten los wie nichts Gutes. Und ja, entsprechend bin ich halt unausgeschlafen mit, ja, was heißt unausgeschlafen, wenn ich, okay, hätte Mittelschicht gehabt, stimmt, dann wäre ich ausgeschlafen gewesen normalerweise, aber ich bin halt mit zwei durchwachten Nächten dann zum Doc gegangen, hab mich dann erstmal hingelegt und dachte, ach, lässt dir den einen Tag ausfallen. Wäre eh nicht mehr anders gegangen, weil die Stimme ein bisschen hinüber war. Weil Stummfilm will ich euch jetzt auch nicht anbieten und da habe ich mir gedacht, ja gut, muss das halt ausfallen lassen, zählt ja manchmal auch nichts. Obwohl, ja, einer hat schon geschrieben gehabt, ja, mach's doch besser, weil der Content ja nicht so gut war. Stimmt, auf jeden Fall. Aber, naja, es ist immer so ein persönlicher Anspruch. Ja, ich will halt nichts ausfallen lassen, weil am Ende kommt dann nichts. Die ganzen Kommentare, die übrigens angetroffen sind und so weiter und so fort, ein paar habe ich beantwortet. Ein paar werde ich noch beantworten, also nehmt euch da ein bisschen Geduld. Das dauert noch ein bisschen. Ihr kennt mich ja. Braucht da immer ein bisschen Zeit. So. Die erste Ladung Lava-Gargoyle scheint weg zu sein. Schön. Heißt entsprechend, gehen mal auf M und müssen die in Uru abgeben. Okay, Gordon B, deswegen bin ich auch mit der Janina hier in Gruppe. Gordon B hat auch angefangen, aber natürlich vor Gordon A. Und naja, Janina und Bolzen sind momentan eh die einzigen, die eingetragen haben. Wird wohl nichts werden. Wird in der Form auch nichts werden, dass ich da reingehe. Ich habe mich nur pauschal eingetragen für den Fall, dass etwas sein könnte. Dann habe ich mal pauschal gehustet. Für den Fall, dass etwas sein könnte. Und dann war Feierabend. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Noch die Feuernixe hauen. Einfach wie gesagt für Abwechslung nebendurch. Nebendurch vor allem. Schönes Wort. Nebendurch. Nebendurch statt nur vorbei. Yay. So. Naja, jedenfalls. Ja. War krank. Todkrank. Ja, fast gestorben. Ehrlich. Ich hatte eine richtige Männergrippe. Ich meine, die Frauengrippe, die Frauen immer kriegen, die ist ja nicht so schlimm. Die Männergrippe ist viel schlimmer. Ja, da stirbt man immer fast. Das ist hochgefährlich. Wobei man natürlich sagen muss, das, was die meisten Leute bekommen, ist ja keine Grippe, sondern eine Erkältung.
sozusagen ein grippaler Infekt, wie es so schön heißt im Fachbegriff. Also nichts, was wirklich mit einer Grippe zu tun hat. Grippe ist ein Virus, da würden dann auch keine Antibiotika helfen, die allerdings mittlerweile ja eh weniger verschrieben werden. Einfach aus dem Grund, weil, naja, es da vielleicht ein bisschen übertrieben wurde. Erstens schaden Antibiotika ja auch dem Körper ein bisschen, muss man sagen. Weil er ja auch den Bakterienhaushalt von den Bakterien, die, sagen wir mal, positiv sind, zum Beispiel die im Darm und sowas, durcheinander bringt. Und zweitens, naja, immunisiert es Bakterien eventuell. Und das soll natürlich nicht passieren. So. Lava-Vivi haben wir eine weg, das ist toll. Ich brauche jetzt aber keine Lava-Vivis, ich will die Nixe hier. Alles nix oder. Da sind sie schon. Erste Ladung. Bin am überlegen. Ja, ich lege mal Rollen auf. Da überlege ich nicht, da lege ich. So. Ist einfach besser so. So, Verteidigung noch. Yep. War da jetzt gerade einer? Ne, sah so aus, als wäre da einer reingerannt. Wir müssten uns eventuell den Spot teilen, beziehungsweise halt noch jemanden in Gruppe nehmen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Alles gut, alles bestens. Wir sind früh am Morgen unterwegs, da sind eh nicht so viele Leute. Ich werde die Folge, denke ich, heute rausbringen, das heißt am heutigen selbigen Tage. Es ist noch keine Garantie, dass ich auch morgen eine habe und übermorgen und so weiter und so fort, dass ich wieder regelmäßig da bin. Weil, wie gesagt, es könnte immer noch sein, dass ich immer noch so eine Art Rückfall habe. Dass ich, ja, dass es mir immer noch nicht so gut geht, aber ich hoffe mal, das wird nicht der Fall sein. Ich komme wieder regelmäßig, also was heißt, ich erscheine wieder regelmäßig mit Fiesta. Alles andere ist ja zum Glück gelaufen. Fallout habe ich zurücksetzen müssen. Ärgert mich auch ein bisschen. Das wollte ich eigentlich bis Jahresende auf jeden Fall auf 2 Tage laufen lassen. Werde ich wahrscheinlich, sobald ich wieder den nächsten aufgenommen habe, weiß nicht wann das geschehen wird, aber sobald ich die nächsten Folgen aufgenommen habe, werde ich wahrscheinlich Fallout auch wieder hochsetzen. Einfach nur aus dem Grund, weil es fetzt halt, es fetzt. Ja, ich weiß, Fiesta fetzt auch. Brauchen wir nicht drüber reden. Hallo? Achso, deswegen ja. So. Okay. Aber Fallout ist, wie gesagt, ist neu. Und letzten Endes ist es auch neuer Content. Und je mehr oder je höher, besser, je mehr Erfolg ich rausbringe, in Anführungsstrichen, desto mehr komme ich ja auch bei anderen oder im Vergleich zu anderen Let's Playern voran. Was auch nicht schlecht ist, immer neuen Content zu haben. Klar, gegen Gronkh, der immer über eine Stunde aufnimmt, kann ich jetzt nicht mithalten. So viel Zeit habe ich gar nicht. Aber, ja, ich hoffe trotzdem, dass die Leute trotzdem bei mir reinschauen. Das klappt ja bis jetzt auch. Hihi. We respect those, Helga ist tot. Okay, Glückwunsch an Helga. Nicht an Helga, sondern an die Helga getötet haben. Habt da fein gemacht. Ja, das war nach Zeiten, als ich damit gemischt habe. Ich merke schon, ein bisschen meckert die Stimme noch, dass ich jetzt hier so rumquatsche, aber... Da müssen wir durch als Lurch, wenn wir Frosch werden wollen. Oder eben Level 100. Oder 125. Wir werden sehen. Übrigens waren da einige super Kommentare dabei. Einen möchte ich ganz besonders erwähnen. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Aber jeniger welcher hat halt in Kurzform geschrieben, dass er meine Videos sehr, sehr lange schaut. Aber zwar nicht so viel schreibt wie zum Beispiel von Anfang an Hanti, Julian etc. pp. Skrillex, die momentan übrigens alle ein bisschen Pause machen, insofern ist er einer, der am längsten dann durchhält. Dass ich sein Lieblings-Let's Player bin, das haben schon andere geschrieben. Aber das war ja auch noch nicht das, auf jeden Fall wirklich teilweise episch, dass es einem, ja, also Top-Text, müsst ihr mal lesen, unter der letzten Folge müsste da stehen. Ich hab mich tierisch gefreut, ich habe den zwar nur per E-Mail gelesen erstmal, weil ich, wie gesagt, nicht so häufig online war. Und es nicht übertrieben habe, aber auf jeden Fall ein Top-Text. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Sowas motiviert ungemein. Glaub mir. So. Und ich bin jetzt motiviert genug, hier die Motivation voranzutreiben, um die Mutti zu wehren. Und so. Plum. Roter Nix. Ohne euch ist alles nix. So. 32 von 80. Und wer hält weiter. Put, kommt mit. Sind ja nicht mehr so viele. Hehe. Lava Vivi, 4 von 50, auch gut. So langsam füllt sich ja meine Questleiste wieder ein bisschen.
Und wenn wir die WDHs wieder haben, werden wir wieder eine Runde bei den Juwelenwächtern verbringen müssen. Oder, warte mal, ich wollte eben mal gucken, wie es im Verlies aussieht. Wie weit waren wir im Verlies? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Müssten wir bei Gelegenheit mal gucken, weil, wie gesagt, mit 89 sollte ich wenigstens beim Verlies Wächter sein. Da müssen wir direkt mal reingucken, ob ich den wenigstens schon machen kann. Alles andere wäre doof, weil die anderen Quests lassen sich, glaube ich, mit nach 89 nicht mehr annehmen. Das heißt, auch da würden wir Kristallwächter, nee, Verlieswächter, ab. Lasst uns jagen. Muss ja eine für Stolz der Händler. Nein. Verlorene Erinnerung, warst du das? Nee, alte Spieluhr, das war's nicht. Mondlicht, die war's auch nicht, Hitzeblock. Eine Zauberspruch der Zerstörung. Nee, das war ja die, wo wir dran arbeiten und die nicht geht. So richtig. Karasian Komplott. Verlies, Lava Vivi. Oh, da müssen wir noch einiges aufholen. Ich glaube, das werden wir dann als nächstes machen, sobald wir die Quests hier fertig haben. Ich meine, Platz haben wir noch genug. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Hallo, Ausgang? Da. Okay, Platz haben wir noch genug an XP. Das heißt, ich denke, die werden uns da nicht ausgehen. Hoffe ich mal. Aber auf jeden Fall, und damit wir das nicht vergessen, wird das auf jeden Fall so gemacht. Achso, ja, doch, ist richtig. Weil jetzt bin ich desorientiert von der Karte. Ich dachte, das wäre hier der hintere Weg. Ist aber ja vorne hier. Ist alles gut. Alles gut. In Karten lesen war ich ja noch nie so gut. Wisst ihr ja. Bumm. Und bäm. Und boing. 44 von 80. Und 56. Juhu. Ich freue mich richtig wieder am Start zu sein. Wieder ein bisschen was machen zu können. Eventuell mache ich noch eine Folge hinterher, dass ich direkt mal zu den ins Verlies renne. Wäre vielleicht gar keine dumme Idee. Aber müssen mal gucken. Die Lava-Vivis sind auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht so stark oder nicht so gut. Das sind eigentlich die mir am meisten Sorgen machen, immer von den Verlies-Quests, weil, ja, Fernkämpfer, Magiekämpfer, mag ich nicht. Ich werde es dann wahrscheinlich so machen, ich werde direkt hier von den roten Nixen noch ins Verlies rennen, weil alles andere wäre Blödsinn, weil die Lava-Vivis muss ich ja auch unten in Uru abgeben. Und, ja, wird das wahrscheinlich so gemacht. Nicht, dass wir die Verlies-Quests vergessen, sind ja auch ein paar XP, die das bringen immer. Und es ist eine Abwechslung und es könnte ja immer mal was droppen. Ja. Deswegen, wie gesagt, werden wir uns auf jeden Fall bis zum Verlies Wachvorsteher vorarbeiten. Weil eben dieser, jener, ja welcher, als Bossmob ja nicht ganz so wild ist, aber die anderen sollten wir schon vor 89 beenden, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass das auch so ist. Werden wir sehen. Vielleicht habe ich schon verpennt, ich glaube aber nicht, weil da hätte ich drauf geachtet. Die Vivis haben wir ja schon. Bumm. Okay. Gucken wir weiter. Wobei, kann auch sein, dass ich einfach vergessen habe und nicht drauf geachtet habe. Sowas ist natürlich auch möglich. Man kennt mich doch. So, rote Nixe noch. 57 übrigens von den Lava-Vivis schon. Gar nicht schlecht. Sind zwar keine Verlies-Lava-Vivis, aber immerhin. So, hier haben wir auch nur noch fast 20 Stück. Und dann können wir hier raus switchen. Und uns dann endlich mal wieder ins Verlies lagen, vor allem ins Verlies wagen. Wie gesagt, für die Gargoyles hatte ich mir tatsächlich überlegt, eventuell in den Sumpf der Dämmerung zu gehen. Wäre mal wieder was Neues, wären wir wieder auf einer neuen Karte, aber da werden wir eh schon noch genug Zeit verbringen. Dachte ich mir, naja gut, hebst du dir diese neue Karte, diesen neuen Effekt für einen anderen Zeitpunkt auf. Wobei wir ja schon, glaube ich, mit anderen Charakteren mal kurz drin waren. Aber, naja, halt jetzt noch nicht groß viel drin gemacht haben. Wir sind, glaube ich, mal mit Nagel durchgeritten oder sowas. Oder hier in der Eventfolge sind wir durchgelaufen. So war es, genau. Ich erinnere mich. So, 66 von 80. Laufen wir wieder vor. So, eine Durchlauf-Eventfolge gibt es ja leider nicht mehr. Übrigens, ach, so, pro Eventfolge. Wenn es irgendwie geht, wird nicht an diesem Wochenende, also jetzt morgen oder übermorgen, sondern am nächsten Wochenende dann die Jubiläumsfolge aufgenommen, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Wenn nicht, wird sie wahrscheinlich aufs nächste Jahr verschoben. Dann kommt halt die 901 wieder vor der 900. Ist doof, aber zählt dann nichts. So. Aber ja, ich versuche es irgendwie hinzubekommen. Jetzt geht es mir so halbwegs wieder besser.
Vielleicht kriegen wir das hin. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Und Spucke und Fleiß. Wobei der Fleiß wahrscheinlich eher besser ist als die Spucke. Fleiß hilft da meistens besser. Ja. Ich hoffe nur, dass ich halt wieder nicht wieder krank werde. Und dass das dann auch wirklich alles funktioniert, wie soll. So, 72 von 80. Noch ein paar Stück, die machen wir jetzt gleich noch. Und dann werde ich mich am besten, ja, offscreen im Off-Force-Verlies bewegen. Weil, wie gesagt, ich will Wege sparen. Dadurch, dass ja unsere Portis weg sind. Schade jetzt nicht, Wege zu sparen. Übrigens, im letzten Patch, den habe ich ja, glaube ich, gar nicht richtig erwähnt. Weil, ja, wegen krank und so. Im letzten Patch wurde es auch so eingeführt, dass einige WDHs, ich glaube, die hier gehören jetzt gerade nicht dazu, aber einige WDHs der alten, hier kann ich, denke ich, auch bald austreten, der alten WDHs hier, hier überdings abgebbar sind. Also sprich, über diesen Belohnungsbutton, dieser Belohnungsbutton wurde für andere WDHs in höheren Leveln jetzt mittlerweile freigeschalten, ist nicht nur bis Level 60 mehr. Eine deutliche Verbesserung, es geht dann auf jeden Fall deutlich schneller, wurde aber teilweise wahrscheinlich nur bei WDHs gemacht, wo, naja. Wir können ja mal gucken, hier oben bei den, hier, Lava-Gargoyles. Ne, bei denen geht es zum Beispiel noch nicht. Also es sind höhere Quests, Chimera ist auch tot. Glückwunsch an Chimera, dass du gestorben bist, da freue ich mich natürlich. Du wahrscheinlich weniger, aber das ist mir egal. So. Lülülülülü. So, ich nehme noch die paar Typen mit. Und dann, wie gesagt, ist Feierabend für heute hier. Und morgen geht es dann im Verlies weiter. Juhu. Zumindest eine Runde im Verlies für die Lava-Vivis. Klingt gar nicht mal schlecht. Schauen wir mal, ob das auch was wird. Was es wird und ob es was wird, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.